Gute Unterhaltung und schöne Feiertage wünscht Blumenbohm. Liebe Pullheim TV-Zuschauer, es weihnachtet sehr und dann sind wir natürlich wie immer in der Pullheimer Tafel. Der Herr Fein neben mir, der Leiter der Pullheimer Tafel, der erzählt uns jetzt mal, was alles auf die Tafel in den nächsten Tagen zukommt. Von wem ist das? Die haben wir heute Morgen von der, vom Gymnasium Brauweiler haben wir die abgeholt. Die Kinder in der Schule haben die für uns verpackt, für die Kinder der Tafel. Haben Sie eigentlich Weihnachten mehr zu tun als das ganze Jahr über? Ja, ist reichlich Arbeit, weil das muss ja alles dekoriert werden. Und dann haben wir Ausgabetage freitags und dienstags, wo wir den Leuten dann die Geschenke und die Spenden von den Bürgern geben. Nach welchen Kriterien machen Sie das? Wem geben Sie was? Haben Sie da ein Auge für Ihre Leute und sagen, der hat Kinder? Wissen Sie, dass manche Leute Kinder haben, manche keine und wie viel? Jeder Bedürftige, der hier reinkommt, hat eine kleine Karte. Da steht drauf, wie viele Erwachsene und wie viele Kinder er hat. Und die Mädchen, die hinten sind und die Leute bedienen, die wissen ganz genau, weil die kommen ja immer hier hin, wer was bekommt. Und es wird auch gefragt, ob sie lieber das oder das haben wollen, bevor die hingehen und werfen das uns nachher weg. Ach so, das heißt, also ich könnte jetzt nicht kommen und sagen, ich bin kinderreich, ich hätte gerne was für meine Kinder. Ja, du kinderreich bist, weiß ich. Aber du kannst nichts haben. Wie viele arbeiten hier, um diesen Dienstag, heute ist ja Dienstag, genau, komplett zu machen? Pro Ausgabetag ungefähr 10 bis 15 Personen mit Fahrer. Und durchschnittlich sind 6-7 Personen hier, die dann alles sauber machen. Sauber machen heißt das Obst untersuchen. Genau, Obst, Gemüse, gucken, dass nichts schimmelt, dass nichts faul ist und sonst uns was aussortieren, was nicht schön ist. Was du nicht essen würdest, würden wir auch nicht dem Bedürftigen geben. Ach so, verstehe. Und das ist zweimal in der Woche. Das Schöne ist, alle, die hier arbeiten, machen das ehrenamtlich. Und außer dir, ne? Ja, ich kriege jeden Monat einen Ferrari. Ja, ich denke schon, womit fährt der? Immer durch Pullen. Ja, ja. Und wie lange macht ihr das eigentlich schon hier an dieser Stelle? Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre. 6 Jahre sind wir jetzt hier. 6 Jahre? Ja. Und ich habe gehört, es kann sein, dass ihr hier weg müsst. Ja, wir müssen in 1,5 Jahren müssen wir hier raus, weil wahrscheinlich hier, entweder kommt hier was anderes rein oder das ganze Gebäude wird abgerissen. Weil das hat ja die Firma Lidl, glaube ich, gekauft. Und dann wird man sehen, was hier draus wird. Und dann sucht er schon wieder was Neues? Ja, genau. Sollen wir jetzt schon mal anfangen zu suchen? Das ist ja unsere Nebenbeschäftigung, die wir haben. Wenn wir abends nach Hause kommen, kümmern wir uns darum, ob wir woanders hinziehen können. Wir sind wie Nomaden. Von einem Platz zum anderen. Können Leute jetzt noch irgendwas hier hinbringen, so Geschenke oder so, die ihr dann weitergeben würdet an Bedürftige? Ja, wir nehmen alles, was an haltbaren Lebensmitteln ist, nehmen wir. Wir nehmen alle Geschenke für Kinder, kleine Kinder, große Kinder bis 15, bis 16 Jahre. Und wir geben die natürlich weiter. Und wenn das nicht bei den 2 Ausgabentagen raus ist, geht das natürlich nach Weihnachten weiter. Dann kriegen die Leute, wenn einer ankommt und sagt, ich hätte mal gern eine Linsensuppe, dann kriegt der von uns natürlich auch eine Linsensuppe. Die Bärchen da, die wir gerade in der Kamera sehen. Die kann sich dann auch jeder eins nehmen, oder so? Ja, jedes Kind, was hier reinkommt, kann sich dann daran bedienen, ob das eins nimmt oder 3. Davon haben wir genug da. Wir haben vorher viel gesammelt. Die Leute haben viel gespendet und zu Weihnachten legen wir die immer unter den Baum, dass das auch so ein bisschen netter aussieht. Und die Kinder freuen sich. Ich stehe jetzt hier im Lager und hinter mir sehen Sie die ganzen schon verpackten Geschenke. Und der Herr Fey, der sagt mir jetzt mal, wie teilt ihr das auf? Woher wisst ihr, was jemand am besten bekommen soll? Ja, wir haben ja fast immer die gleichen Flüchtlinge oder die Leute, die hier Sozialhilfe bekommen, die wir bedienen. Dann haben wir hier die 2 Tische. Die stellen wir dann hier hin und dann kommen die Kisten da drauf und je nachdem, was für eine Person vor mir steht, da weiß ich genau, was der für eine Glaubensrichtung hat und dann wird das aussortiert. Das, was der nicht ist, kriegt dann der Nächste, der dann haben will. Ach so, das heißt, Schweinefleisch bekommen Moslems zum Beispiel nicht. Richtig, so ist es, genau. Da kriegt der Katholik, kriegt dafür Schwein Mie. Und genau, die Oma kriegt er das Hemdchen oder sonst, ja. Verstehe, ja gut. Also es wird auch noch gezielt weitergegeben, ne? So ist es, ja.
Wir geben also nichts ab, wo wir vorher schon wissen, dass derjenige das nicht haben will. Ja. Im schlimmsten Fall fragen wir, aber wir kennen unsere Leute ja mittlerweile. Es sind ja immer die gleichen. Ja, ne? Und dann verteilen wir das schon richtig. Wie viele kommen denn eigentlich circa? Pro Ausherbetag zwischen 80 und 100. Oh. Da sind dann nochmal Anhang so 60, 70 Kinder bei. Und nur, ist das nur Pulheim? Das ist Pulheim, Sintern, Brauweiler, das sind so 4, 5 Dörfer, sind das, so, die dann hier zusammenkommen. Ne? Ah, verstehe. Gut, dann wollen wir hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal weniger wird. Es sieht aber nicht so aus, ne? Nee, weniger wird das mit Sicherheit nicht. Weil wenn du siehst, wie viele alte Omas und alte Opas wir hier haben, also das wird immer schlimmer. Ne? Und das sind nicht nur Flüchtlinge, ne? Nein, das sind nicht nur Flüchtlinge. Vor allen Dingen kommen jetzt auch viele Leute, die Teilzeit nur noch haben. Die kommen ja überhaupt nicht mehr an, über die Runden. Guck doch mal an, was die Mieten kosten, was der Lebenserhalt kostet. Ne? Dafür sind wir aber da. Also es ist nicht so, dass man denkt, so, jetzt sind wir aber balanced durch, weil der Sozialstaat hilft ja, wo er kann. Und aber man braucht immer noch diese private oder von Malteser zum Beispiel diese Hilfen. Richtig, genau. Man braucht immer noch die Hilfe von den Maltesern und das ist auch nicht nur bei uns hier in Pulheim so, das ist überall so. Also liebe Zuschauer, Sie können auch spenden und denken Sie dran, wenn Sie mal nicht wissen, wohin mit mir geht, genau, dann müsste Ihnen sofort Malteser einfallen. Ne? So und, ist es. Und das ist immer gut angelegt. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage. Ach so, wir zwei sind natürlich bis hierhin geimpft, ne? So ist es, genau. Tschö.